Du bist Geschäftsführer der OnConnect GmbH in Stuttgart-Filderstadt, auf Mittelstand spezialisiertes Recruiting-Unternehmen. Heute geht es aber gar nicht so primär um OnConnect, sondern um eine Buchvorstellung. Du bist nämlich auch als wirklich in meinen Augen führender Experte für Social Recruiting, auch langjähriger Herausgeber des Praxishandbuchs Social Media Recruiting, das sich mittlerweile, wie ich finde, durchaus zu einem Standardwerk im deutschsprachigen Raum etabliert hat. Und im Moment gibt es schon die vierte Auflage des Praxishandbuchs und da wirst du die 100 Sekunden, die du gleich hast, heute nutzen, um uns das Buch ein wenig näher zu bringen und die Inhalte. Du hast 100 Sekunden. Ab jetzt. Ja, vielen herzlichen Dank, Udo. Herzlich willkommen. Der erfolgreiche Bestseller jetzt in vierter Auflage und zwar komplett überarbeitet. Blick zurück. 2012 erhielt ich die Anfrage vom renommierten Springer Gabler Verlag, da es am Markt bisher weder was Aktuelles noch, sagen wir mal, so praxisorientiert an Literatur gab, und zwar zum Thema Social Media Recruiting. Gesagt, getan. 2013 kam die erste Auflage raus, ausverkauft. 2015 zweite Auflage, wieder ausverkauft. 2017 dritte Auflage, sogar im Nachdruck erneut ausverkauft. So haben wir uns jetzt im Oktober 2020 rangesetzt und haben die vierte Auflage eben veröffentlicht mit einem ganzen Blumenstrauß an 20 brandheißen Themen rund um das Thema Social Media Recruiting. Mittlerweile avanciert zum Standardwerk im gesamten Dachraum, weil Österreich und Schweiz mittlerweile auch drin ist. Insofern kaufen Sie jetzt die vierte Auflage Praxishandbuch Social Media Recruiting, um Ihren Recruiting-Erfolg nachhaltig zu steigern. Vielen herzlichen Dank. Oh, du warst schneller. Du hättest noch 30 Sekunden gehabt. Es ist ja, alles Wesentliche gesagt und der Erfolg genau. spricht für sich. Warum soll man dann mehr Zeit verbraten? Da hast du recht. Das ist ja auch, wir haben ja ein sehr zielgerichtetes, ehrliches, kurzes, schnelles Format. So Insofern ist es. schauen wir mal, was es an Fragen dazu reinkommt. Ja, ich gucke mal. Okay, wir sind kurz davor, Social Media Recruiting bei uns einzuführen. Können wir Sie zu allen Themengebieten ansprechen? Ansprechen, ja, realisieren tun wir es nicht, aber was wir machen, wir gucken, wer von unseren 18 Co-Autoren denn da prädestiniert ist und vermitteln da gern den Kontakt. Ja. Insofern, also Schwerpunkte bei uns sind in der Tat das Active Sourcing mit Xing, LinkedIn und eben anderen Kanälen. Aber wenn es jetzt um Instagram oder Videos oder andere Dinge geht, dann vermitteln wir da gern den Expertenkontakt. In welchen Formaten gibt es das neue Werk und wie sind die Kosten? Ja gut, das ist auch eine interessante Frage. Wir haben ja ein Digitalthema und da meint man gemeinhin, dass die meisten E-Books hier verkauft werden. Das ist überhaupt nicht der Fall. 95% der Buchverkäufe finden tatsächlich in Print statt. Also die Leute wollen wirklich was in der Hand halten, wollen Post-its reinkleben, Notizen und so weiter und so fort. Also es gibt es als Printbook, ich glaube 64 € oder als E-Book, wo man auch einzelne Kapitel sich downloaden kann über Amazon oder über den Springer Shop, Springer Gabler Verlag Shop. Alles klar, okay. Du schreibst von direkter Personalgewinnung, da hat scheinbar schon mal das gelesen. Wie und für welchen Bereich bietet ihr da Unterstützung an? Ja, ich habe es ja hier unten geschrieben, Umsetzungshilfe oder direkte Personalgewinnung, bitte anrufen oder E-Mail schicken. Also in der Tat, wir sind wirklich spezialisiert seit über 11 Jahren machen wir das, seit ich OnConnect gegründet habe, im Jahr 2009, Social Media Recruiting mit Schwerpunkt des Active Sourcings. Wir helfen mittelständischen Unternehmen schneller, vor allem das passende Personal zu finden. Du kennst es ja, Udo, die Leidensgeschichten von vielen Mittelständlern. Und da gehen wir im Prinzip ran, Fach- und Führungskräfte für den Mittelstand, meistens kaufmännische Positionen, Vertriebspositionen, wo wir eben helfen, einmal die Arbeitgeberattraktivität ordentlich rauszuarbeiten, das Briefing ordentlich zu machen, gute Stellenausschreibungen zu formulieren und dann die richtigen Kandidaten aktiv anzusprechen, um sie dann nachher einmal zu gewinnen, aber dann auch langfristig ans Unternehmen zu binden.
Ich kann das ja bestätigen. Wir nutzen das ja auch für Teile unserer Kunden, wenn wir mit unseren anderen Mitteln an Grenzen stoßen. Und Ja. was ich immer sehr schön finde, ist auch eine ehrliche Ansage, dass der Service an einer bestimmten Stelle auch mal keinen Sinn machen kann bei einem Profil, weil die Richtig. Erfolgsaussichten einfach viel zu gering sind, um dort den Invest zu tätigen. Dann hat man auch intern ein gutes Argument, letztlich mit einer nächsten eskalierend darauf aufsetzenden Maßnahme loszulegen. Also Absolut, das ist kann ein ich wichtiger empfehlen. Punkt, ja, den du da ansprichst. Das heißt, wir analysieren in der Blitzanalyse immer, geht's oder geht's nicht und sagen offen ehrlich, ob es geht oder nicht geht. Vielen herzlichen Dank. Also to tolles, wie gesagt, toller Service und wie gesagt, das Buch ist toll zum Schmökern, kann ich nur empfehlen, auch wenn man meint, man weiß schon alles über dieses Thema und hat schon alles gelesen. Es gibt immer noch mal wieder einen coolen Teilaspekt, den man dort entdecken kann, kann ich nur empfehlen. Also vielen Dank, Ralf, für die Vorstellung. Dir alles Gute, bleib gesund. Dankeschön und Gratulation zu deinem tollen Format. Viel Erfolg für alle anderen. Dankeschön. Dankeschön.